Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneshard. Genau. Und ja, wir sind hier ja, immer noch im Gefängnis scheinbar und haben jetzt die ersten Magie-Sachen gefunden. Ich habe gedacht, wir machen einen Magie-Charakter. Es ist zwar ein Söldner und Söldner sind eher so die Schwert- und Schildträger oder ja. Wie ihr auch denkt. Also ich denke eher so an einen Söldner. Und dafür haben wir eben hier Pyromantie und Geomantie gelernt. Was ich mache, weiß ich noch nicht, aber vielleicht eine andere Fähigkeit. Ich würde gerne so Naturmagie oder so nehmen, aber ich weiß es nicht. Kyromantie, das tönt irgendwie gut. Oder Chronomantie. Genau, Chronomantie wäre interessant. Die Gegner so ein bisschen aufhalten, mit Zeitzaubern. Ja, und vielleicht mit Stäben noch ein bisschen kämpfen. Ja. Werden wir dann sehen. Wir machen jetzt mal weiter. Und, ja. Ich konnte noch nicht speichern. Deshalb muss ich jetzt hier zwei Folgen, also der erste und der zweite Part, machen. Ja. Jetzt ist das Tutorial abgeschlossen, gut. Nicht der Auserwählte. Ja, ich bin nicht der Auserwählte, das weiß ich. Also ich bin eher so ein älterer Typ mit Glatze. Ja. Okay. Könnte. Oh. Hier nimm! Oh Gott, oh. Es tut mir leid. Darf ich ins Feuer? Ich glaube eher nicht. Okay, noch ein Verband. Jetzt sind wir aber richtig voll. Diese Spiele, die immer so mega begrenztes Inventar haben, das geht einfach nicht. Ich muss alles mitnehmen. Ah. Schon wieder ungeschickt, ey. Hab ich irgendein. Ah ja, Magie habe ich. Feind! Ja? Ein Feind. Ich hau mal ein bisschen ab. Noch ein Feind. Die Maus stört ein bisschen. Jetzt ist er gerade verdeckt. Maus angreifen. Okay, und jetzt soll das gehen. Okay. Es verbrannt, oder? Ja. Er hat irgendwas eingesetzt. Soll ich ihn attackieren? Er hat noch über doppelt so viel, also noch die Hälfte vom Leben. Jetzt brennt er. Jetzt gehen wir auf ihn los. Und wir haben es geschafft. Sind auf Stufe 3 aufgelevelt. Ein Kurzdolch nehmen wir mal nicht mit. Und die Leichen können wir wirklich nicht. Schade, also sie verlieren immer die Items. Und ja. Jetzt gehen wir mal hier runter. Da scheint eine Sackgasse zu sein. Gut. Und das Mana ist wieder regeneriert, so ziemlich. Ja, jetzt. Okay. Da ist leider nichts gewesen. Aber ich bin immer noch optimiert. Optimistisch, genau. Banditendolch ist ein bisschen stärker. Ja, wir benutzen den Stab, wir sind Magier. Knacken. Magistrat-Kettenrüstung. Schnittresistenz-Schutz. Feuerresistent und Schockresistenz ist minus. Energie ist minus, verursacht der Lärm. Ich mache jetzt einfach mal mit der Rüstung weiter. Und möchte gerne das hier hinlegen. Und ja, die zwei Waffen brauche ich nicht mehr. Also bin ziemlich gut im Stabkampf. So. Okay, hier ist ein größeres Tor. Gehen wir mal zuerst hier rein. Da ist ein Gegner. Okay.
Er brennt schon. Und er hat irgendwie. Er hat Opferbereitschaft eingesetzt. Ich dachte, ich hätte einen Debuff bekommen. Oh, eine Tomate! Los auf die Tomate! Oh nein, noch einer kommt. Okay, der ist tot. Und der andere wird. Oh, das ist ein Grabsch, das ist ein Bodenkriecher. Er brennt schon. Ich bin Taktiker, wisst ihr. Ich bin der taktische Mage. So geht das nicht. Nimm das. Wir werden irgendwie stärker, habe ich das Gefühl. Lebensentzug. Brennend. Energiekosten, Fertigkeiten plus 100%. Schmerzliche Beinverletzung. Ich möchte gerne ein bisschen weiter weggehen. Der brennt nämlich. Okay, er brennt nicht mehr. So. Aber irgendwie Magier zu sein gefällt mir. Ist ein bisschen anders, das immer drauf zu kloppen. Also Magie scheint schon recht toll zu sein in diesem Spiel. Die droppen gar nichts. Die Tomate ist mein. Ha! Ich hab eine Tomate. Ha! Ich bin der Beste. Ha! Ja, gut. Scheinbar nicht. Guten Tag. Knacken. Wir sind der Knacki-Mage. Der Knacker. Ich werde das mal nicht identifizieren, weil wir keine Schilde tragen, wahrscheinlich. Ja, aber diese Schriftrollen werden langsam ein bisschen viel, hä? Ich möchte gerne mal unten zuerst durch. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier eine Sackgasse ist. Ja, scheint schon zu sein. Ach man, das nervt. Ich brauche einen Zauber mit mehr Reichweite. Oh, zwei. Tschüss. Ich will keine Rottenpest. Weg. Ja, Baby, nein. Ich wollte nicht so weit laufen, aber ich habe dort geklickt. Ja, sicher. Die bufft mich, glaube ich. Wusch. Das macht irgendwie mega viel Spaß, so taktisch. Ich muss unbedingt mehr solche Taktikspiele spielen. Ich habe ja eher Action gern, aber ich finde, irgendwie macht richtig viel Spaß. Vor allem, ich kann immer aufhören. Das ist manchmal ein bisschen. Okay, das geht auch. Aber wenn man missklickt, ist natürlich nicht so gesund. Okay. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Ich bin nicht unten durchgegangen. Okay, Level up. Ah, ich habe gar noch nicht geskillt. Das vorherige Level. Okay. Ist mir egal, ich mache weiter. So wie es ist, mache ich das Game. So, ich habe mal 4 Punkte in Willenskraft und 2 Punkte in Vitalität gemacht mit Level 3. Oder Level 4. Und kann ich das irgendwie. Okay. Was soll ich jetzt gehen? Soll ich wirklich Feuermagie nehmen? Das ist irgendwie schon ziemlich geil. Aber ich möchte eigentlich Erdmagie noch nehmen. Geomantie. Und hier den Runenstein nehmen. Die Steinrüstung könnten wir auch, aber ja, es ist für 3 Runden. Also wenn wir das hochleveln können, gibt es vielleicht mehr in Sekunden, aber der Runenstein
Objekt wahrscheinlich besser zerstört wird. Deshalb nehmen wir den Runenstein. Und wir haben noch einen Punkt, dann nehmen wir doch dann werden wir ihn, dann werden wir so einen Runenstein platzieren und ihn irgendwie wieder zerstören. Okay. Okay, Versteinerung ist interessant. Ist das ein physischer Angriff? Scheinbar nicht. Also. Das ist interessant. Also müssen wir das links auch nehmen. Und hier haben wir Energie. Ist auch interessant. Erdbeben werden wir eventuell nicht benutzen wegen einem Schriftfehler. Wegen einem Rechtschreibfehler. Okay, dann nehmen wir das noch. Ja, sehr gut. Wir werden Erdmagier. Besser als Pyromantiker. Ja. Da wir ja nicht so viel. Ja, doch, wir haben schon Mana-Probleme. Boah, die sind ja mega gut zum Verkaufen. Ich müsste die anderen auch noch mitnehmen. Aber Tagebuch brauche ich jetzt momentan nicht mehr. Oder wollen wir Geschichtslehrer werden und alle Geschichten den Leuten geben? Ah, endlich! Und auch noch ein Geomantenmantel. Das ist ja toll. Mit Energiekostensprüche, geomantische Kraft. Okay, dann kannst du hier. Oh nein, du kommst mit. Du bist sehr teuer im Verkauf. Ich hoffe einfach, das geht. Haben wir denn irgendwie so ein Gewicht, dass wir viele schwere Gegenstände haben, dass wir irgendwie Gewichtsprobleme haben? Einen Trank, der nicht identifiziert ist. Wir werden jetzt noch warten mit dem Identifizieren, aber wir machen es dann gleich, sobald wir hier raus sind, auf. Also identifizieren. Ein Schild, ja. Schilde haben halt recht viel negative Sachen. Dafür haben sie einen Blockchance und so. Ich denke, das ist schon ein bisschen balanciert, hoffentlich. Okay, dann haben wir hier alles entdeckt, hoffentlich. Und jetzt gehen wir nach oben. Und ich habe Hunger. Kann ich noch ein bisschen warten mit dem Hunger? Ja. So. Ich bin gerade dann ein bisschen vorsichtiger, weil jetzt wahrscheinlich bald der Boss kommt. So. Ich tue mal jetzt noch den Zauberspruch einsetzen. Wegen einer Ratte. Muss man jetzt nicht gerade den Runenstein einsetzen. Aber die könnten Pest verbreiten. Das ist nicht so gut, wenn ich da zu nahe komme. Und jetzt werde ich mal den Runenstein verwenden. Ja, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Okay, sehr gut. Wir gehen in den Nahkampf. Okay, er war ein bisschen schwerer als die anderen. Aber zweiter Wind. Runische Verstärkung. Leichte Dehydrierung. Hunger. Muss kurz die Taste finden. Sinken. Und Hungerveränderung minus 0,05. Das bedeutet, dass jetzt genauso
60 Mal. Immunität. Verderbt in 9 Tag, verderbt in 10 Tag, verderbt in 5 Tag. Okay. Ja, identifizieren. Aha. Energiekosten weiter runter, geometrische Kraft höher. Wieso ist jetzt geometrische Kraft eigentlich immer bei den Items? Also Pyromantie hätte auch noch hierhin gehört. Ja, nehmen wir mal einen mit. Aber zwei, ich weiß ja nicht. Was sollen wir nur tun? Ich brauche Plots. So. Einfach weniger Heil-Items mitnehmen. Wird schon gut laufen. Aha. Ja. Angreifen. Nur mit diesem Runenstein greifen wir an. Aua. Schmerz. Okay. Jetzt musst du noch sterben, ohne dass ich jetzt zu viel... Okay, Pfote wegen zu bluten. Ah, das ist die Vampir-Fledermaus. Was machen wir? Was ist das? R. Aha. Gesundheit, Schmerz 35. Keine Symptome. Ich hab doch hier irgendwo die Dinge reingetan. Ja. Ja, aber ich muss mich heilen. Okay, das geht leider immer nur auf eine Seite. Also auf einen von diesen verschiedenen Körperteilen. Aber ja, wir müssen sie auch benutzen, wenn wir doch so viele finden. Oh, jetzt ist er zerbrochen, also erwickt. Der Stein hält nicht so viele Runden. Aber gut, immerhin etwas Defensives noch. Das ist nix. Das ist auch nix. Öffnen. Ich kann, glaube ich, immer noch nicht speichern. Muss ich noch einen dritten Part machen? Käse. Also wenn ich so denke, dann tue ich doch lieber irgendwie so wertlosen Müll raus. Also diese Schrift da identifizieren brauchen wir. Stopp im Glas. Nein. Richtig. Nimm. Ich brauch Essen. Ganz viel Essen. Nehmen wir noch rote Beete, auch wenn ich es nicht so gerne habe. In der Schweiz heißt das, glaube ich, Rande. Und ja, es hat einfach zu intensiven Geschmack für mich. Weil ich ja hypersensibel bin. Ist es jetzt nicht so mein Geschmack. Vor allem sehr süß halt. Na gut. Dann muss die Möhre da bleiben. Oh ja, der Käse kann raus, der stinkt. So. Er ist aus einem Kerker, der stinkt zum Himmel. So, ich wollte noch mal kurz hier unten nachschauen.
sonst nichts mehr. Waren wir hier? Waren wir irgendwo nicht? Ich glaube, wir waren überall. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder an den Ort, wo es runtergeht. In die Tiefe des Höllen. Der Hölle. Ja, ja, genau. Ja, die Beben kommen von oben. Ich wette, alle wurden dorthin gebracht. Ich muss den Weg nach oben finden, egal wie. Fahren wir im Gespräch fort. Okay, da ist leider einer runtergefallen oder so. Alter Auftrag. Lesen. Knud, ja, der Eisbär. Okay, wir sind in einer Abtei der Heiligen Offenbarung. Kettenhalsberge. Pfeile nochmals, gut. Gambeson. Ah, Französisch. Hat auch nur zwei. So Tränke identifiziere ich nicht. Brot, Durst, macht durstig. Aber die Hunger. Du mal den weißen Rettich, der gibt nicht so viel Hunger. Also macht Hunger weg. Gardistenschwert brauchen wir auch nicht, obwohl es vielleicht schon ziemlich gut ist. Wenn er trinkt aus dem Wasserfall. Ah, oh, das ist eine gute Idee. Endlich mal aus dem Wasserfall trinken. Gut. Eine Klette. Was ist eine Klette gut? Eine Klette zum Klettern. Die ist groß. Vergiftungsänderung, Gesundheitsregeneration, Immunität ist nicht so wichtig. Ja, die Steuerung ist manchmal ein bisschen, also dass es nicht reagiert, wenn man klickt. Aber okay. So. Rote Beete. Ja, minus 5. Immunität. Für was? Gegen Hunger? Für alles. Faustschild. Okay, gehen kurz mal unten schauen. Geh noch nicht diese große Tür. Oh. Chignas, na gut. Ja, na gut, ich sterbe. Sagt er und fiel in den Abgrund, wo ihn niemand mehr fand. Genau, er wird zerstört. Stein. Nee, ich will nicht den Stein zerstören. Ja gut, ich warte hier. War nicht so eine gute Idee. Jetzt mach doch den kaputt. Was ist das? Was habe ich gemacht? Ich habe da nichts gemacht. Hier. Volles Pfund aufs Maul mit dem Feuer. Mit dem Feuersperre-Zauber. Ja, gut. So. Auf den! Der ist weg. Nein. So bin ich jetzt gelaufen. Ich bin missgeklickt oder so. Wieso ist das so stark? Ey, ich sterbe! Unglaublich. Was soll ich jetzt machen? Wieso ist das so stark? Ich wurde zurückgestoßen noch. Was soll ich jetzt tun? Unidentifizierter Zwang. Nutzen.
glaube ich, ich werde noch sterben. Ah, gut. Oh. Wieso sind die Gegner so stark in diesem Spiel? Ich muss abhauen. Ich muss die Minzwurzel erreichen. Die Minzwurzel hilft mir. Leider habe ich einen Heiltrank jetzt weg. Was muss man öffnen? Das hier und dann das Bein benutzen. So. Bluten tut's nicht, oder? Okay. Ja. Sollte eigentlich jetzt wieder gehen. Wenn es irgendwie mit Vitalität noch. Ja. Okay. Dann die F-Taste. Ich möchte gerne noch Energieregeneration haben oder so. Es gibt keine Attack-Fähigkeiten hier. Soll ich das machen? Weil ich brauche halt schon Damage jetzt momentan. Komm, machen wir Steindorn. Trockenen Mund, mal kurz Schokoladenes essen. Okay. Setzen wir gleich mal ein, wenn es geht. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Was ist denn das, ey? Schon kaputt. Oh. Noch eine! Oh, ich muss wieder fliehen, ey. Ich will endlich Heilzauber haben. Aus der Reichweite. Ich setze jetzt momentan nur noch Pyromagie ein. Der Zauberstein, der Runenstein, ja. Der ist ein bisschen zu sehr einfach manakostig und sperrig und so. Ja. Manuel Leder. Leder. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja. Aber der hat nur einen Geruch. Okay. Schade, dass wir so taktisch spielen müssen, aber es ist ja auch ein Taktikspiel. Ah, gut. Boah, da bekommt man immer wieder Herzrasen. Heldentum. Du fühlst, wie die Wut der Rechtschaffenheit in dir aufsteigt. Ja, genau. Ich muss irgendwie den Schmerz noch behandeln. Ich will aber nicht vergiftet werden auch noch. Was, das linke Bein ist jetzt auch noch verletzt? Das Spiel ist hardcore-lastig, ey. Gott, oh Gott. Ich habe schon gewusst, dass es echt schwer ist, aber so schwer. Wir haben einfach, ja, böse, oder? Man kann kaum was machen. Dagegen und so. So, das sollte eigentlich reichen. So, ein blaues ist wahrscheinlich selten oder so. Auswehrchance, Energieregeneration. Ja. War vielleicht jetzt nicht so das Gute jetzt, dass man mal zu verdingen, aber ich dachte wegen Blau würde das eigentlich schon ziemlich gut sein. Aber Gesundheitsregeneration ist eigentlich so ziemlich. Ja, wir haben keine Crit-Chance momentan. Okay, das ist gut. Nein, nicht schon noch einer.
brennen noch mehr. Ich werde langsam alt. Ich brauche ein Schlafmittel, schwach. Okay. Jo. Ich werde mal den Schwamm noch nicht aufnehmen wegen dem Feuer. Und muss leider ein paar jetzt. Ich bin verwirrt. Verwirrung, okay. In zufälligem Feld zu gehen, wenn man sich bewegt. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Also, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Drago Basler. Tschüss.